nicht angespannter Bauch und angespannter Bauch an Tag 5 auf Banana Island. Guten Morgen, Leute. Ja, ich würde sagen, zunehmen tue ich mit Banana Island schon mal nicht, auch wenn es ein paar Kalorien mehr sind als vorher auf Defi-Phase. Ja, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Es waren zwar wieder 100 Gramm mehr auf der Waage, aber egal. Jetzt gibt es erstmal als Pre-Workout-Meal 3 Bananen mit Karob-Pulver. War ganz gut. Und dann Booty-Workout. Danach ein Proteinshake. Wie gesagt, sonst komme ich auf kein Protein. So, Kinder, also, jetzt, ich habe ja 3 Bananen gefrühstückt. Ja, ich muss auf meine 8 kommen, ne? Ich habe es irgendwie mit den 8 Bananen-Mahlzeiten. So, und zwar habe ich gedacht, ich brauche jetzt mal was anderes, ja, und irgendwie ist mir schon den ganzen Tag kalt. Ich schmeiß mir die jetzt einfach in die Pfanne und brutze die so ein bisschen an. Mit ganz viel Olivenöl. Nein, natürlich nicht ohne alles. Ja, dann sind die ein bisschen warm, dann habe ich was Wärmendes und mal ein bisschen was anderes, weil habe ich gerade irgendwie Lust drauf und ich denke, das ist okay. Oh, Leute, ich sage euch, das war eine gute Idee, glaube ich. Ich habe schon probiert, ein Stück, oh, das schmeckt so geil. Schmeckt so geil. Ihr braucht halt eine gute Pfanne dafür, ne? Meine ist jetzt auch nicht so optimal, aber wenn man das Angebrannte, in Anführungszeichen, das ist ja noch nicht schwarz, wenn man das abkratzt, oh Gott, das schmeckt so lecker, echt. Ich überlege, ob ich mir noch ein bisschen Kakaopulver drüber mache, aber es ist so schon geil, muss ich sagen. Okay, ich esse jetzt. Tschüss. Boah, voll lecker. Gesundheit, mein Schatz. Leute, das war sowas von unfassbar geil, ja, mit den Bananen, mit den gebratenen, dass ich mir dann jetzt nochmal so als Nachmittagssnack 3 Bananen gebraten habe. Diesmal mit Zimt, weil mich eine liebe kleine Schnuffi-Maus auf Instagram auf diesen Gedanken gebracht hat. Danke dafür, Schnuffi. Eine Banane hatte ich noch gesnackt, vorher habe ich nicht gefilmt, also wären wir jetzt insgesamt bei 12. Streng genommen ist das wahrscheinlich nicht Regel in Banana Island, sich die Bananen zu braten. Aber Leute, ich mache meine eigenen Regeln. Ihr kennt mich. Funktionieren ja für mich. Ich meine, es heißt Banana Island und das sind Bananen, also läuft alles. Man muss nicht immer so streng sein. So, Leute, Abendessenzeit. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Hunger. Das ist höchst untypisch für mich. Kenne ich eigentlich gar nicht von mir. Ich weiß nicht, warum. Heute ist auch kein Off-Day und nix, kein Pausetag. Also ich hatte Training heute Morgen. Ich weiß nicht warum, aber gut, ich meine, die 6 Bananen, die jetzt noch rein müssen, damit ich auf 2000 Kalorien heute komme. Was für Probleme ich jetzt plötzlich habe, Kalorien zusammenzukriegen. Absurd. Ja, die muss ich auf jeden Fall jetzt noch essen. Weil ich gehe ja nicht mit 1200 Kalorien ins Bett heute. Also ich bitte euch. Also esse ich die noch. Puh. So, Leute, Abendessen. Sorry, ich kann heute nicht vor die Kamera. Ich laufe rum wie der letzte abgefuckte Penner ohne Scheiß. Mein leckerer Salat hier natürlich noch. Heute auch sehr schön, ohne alles. Nur Salat, Gurke und Tomate. Ach ja, so mag ich es ja am allerliebsten. Hey. Auf jeden Fall, Leute. Ach so, und Proteinshake muss ich später noch trinken, weil, wie gesagt, sonst komme ich ja auf kaum Protein bei Fully Raw. Leute, ich bin heute sowas von extremst nicht hungrig. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich schwöre euch, ich kenne so etwas eigentlich gar nicht. Ich habe immer Hunger. Ich kann immer essen und ich denke immer ans Essen. Also, ich kann auch essen, bis ich platze, weil ich werde nie platzen. Versteht ihr? Also, ich kenne das nicht, dass ich wirklich keinen Hunger habe, dass ich eine Mahlzeit uninteressant finde, ja, dass ich eine Mahlzeit auslassen würde, freiwillig. Ja, ich kenne das nicht, Leute. Oh, also, das ist so strange. Es ist so neu für mich. Selbst wenn ich sonst keinen Hunger hätte, ich würde niemals eine Mahlzeit auslassen. Ne? Versteht ihr? Also ich würde niemals, nur weil ich abends nicht hungrig bin, mein Abendessen auslassen, weil ich es einfach mag, ja. Aber Leute, es interessiert mich alles gar nicht. Essen wird irgendwie so relativ auf Banana Island. Ganz komisch, ja. Aber gar nicht schlecht, muss ich euch sagen. Gerade für mich, das schadet mir nichts. So, bevor ihr jetzt noch stundenlang den Salat hier anglotzt, verabschiede ich mich für heute. Heute also kein, ja, heute ein bisschen langweiliges Video vielleicht, aber kommt morgen wieder
ein wenig näher von mir. Morgens teile ich mich mal wieder auf für euch. Und dann erzähle ich euch mal ein bisschen von den, ja, was so mein Bauch sagt und Verdauung und so weiter. Ne? Das Thema hatten wir ja noch nicht. Okay, Peace. Ey, ohne Trauben geht's einfach nicht. Es ist so langweilig, so ein Salat. So, was ich vergessen habe zu sagen. Leute, wenn euch das gefällt, ja, so Experimente, gebt mir einen Daumen hoch. Ich habe es noch nie gesagt, ne? Ja, jetzt sage ich es mal. Weil es ist einfach wirklich eine Orientierung, um zu sehen, was euch gefällt. Weil dann werde ich auch meine ganzen nächsten Experimente, die ich noch so machen werde, natürlich dokumentieren für euch. Steht noch so einiges an, was ich auf jeden Fall austesten will. Potato Island auf jeden Fall. Das Kartoffelexperiment von Karl S. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber ich fand das sehr inspirierend damals, als ich das geguckt habe. Das wollte ich unbedingt auch noch machen. So, jetzt, ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Tschö, macht's gut!